Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Prison Architect. Heute ist der Samstag vor den Feiertagen und euer lieber Fussel war gerade noch mal ganz kurz einkaufen und jetzt noch mal schnell aufnehmen, damit auch pünktlich um, hoffentlich 14 Uhr pünktlich, diese Folge von Prison Architect erscheint. Ihr seht, es ist wie immer knapp, aber Jahresende. Ich habe es euch ja in mehreren Videos schon gesagt. Es ist einfach viel zu tun für mich, deswegen kann ich da nichts gegen machen und hoffe, dass ich es heute vielleicht schaffe, wobei ich eigentlich schon wieder viel zu müde bin, weil ich seit heute Morgen 5 Uhr schon wieder Zauber und mit Steuern und all so ein Gedöns beschäftigt bin und ja heute Abend auch der Livestream ist. So, wir wollten den Sicherheitschef, der ist hier oben, da ist was, das ist sehr gut, dann könnten wir doch eigentlich auch, jetzt bin ich mal gerade am Überlegen, den Flur lassen wir so, ne? Das ist okay. Dann könnten wir hier oben ja auch einen Aufenthaltsraum sozusagen hinmachen. Dann müssten wir halt nur gucken, wie wir es schaffen, dass die Gefangenen da nicht reinkommen, weil die haben da ja nichts zu suchen. So. Müsst ihr noch was anderes hin? Eigentlich nicht, ne? So, ich mache extra mal langsam, weil wir müssen ja zum Beispiel auch den Gebäudetrakt verlängern. Ja? Ist die Frage, sollten wir das schon tun? Ich sollte mir bei der Aufnahme natürlich nichts in den Mund stecken und essen. Ne? Warum habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Weil es vor mir liegt. Ach, Fussel. Ich habe nämlich immer noch nicht gefrühstückt. Ich habe gedacht, komm, gehst mal eben einkaufen. Aber wie das immer so ist, ne, dann kommt noch der Hinweis, dass ein Paket auf mich wartet und dass das Paket gerade sozusagen eingeliefert wird. Und dann denkst du, dann wartest du doch so lange. Und so geht eine Minute um die andere ins Land und du bist über 3 Stunden unterwegs. Für nix und wieder nix. So, bau mal ab, genau. Da wird schon wieder irgendwas gefunden. Das hier weg. Und dann müssen wir ein Fundament bauen. Betonfundament selbstverständlich. Hierfür habe ich doch ein Ab... Ja, habe ich. Sehr gut. Und für hier oben habe ich doch auch ein Abrisssignal gegeben, oder? Anscheinend nicht. Okay, dann machen wir das jetzt. So, bis hierhin. Brauche ich ein neues Fundament. Lasst euch was einfallen. Dann machen wir da ein Zauntor hin. Hier sind ja Löcher, also insofern kann das ja so schlimm nicht sein. Er baut jetzt den letzten Zaun ab. Sehr gut. Und dann wollen wir noch mal gucken, wie gut das wird. Ich befürchte ja, dass die Wand hier abgerissen wird. Ne? Was glaubt ihr? Kriegen wir das hin? Fehlerfrei? Nein, ne? Ich denke auch nicht dran. So, hier muss noch ein bisschen Fundament gelegt werden. Ansonsten passiert ja nichts. Es ist ja relativ ruhig hier. Na komm, mach mal fertig. Die lassen sich wieder eine Zeit, die Herren. Es ist unglaublich. Und? Immer noch nicht fertig? Mhm. Vor allem, dann kommt auch einer, ne? Ja, guck, läuft doch super. Gut, das mit der Duschwand, das ist jetzt ungünstig. Müssen wir die da noch hinbauen? Nö, ne? Ja gut, es gibt natürlich Sauerei, das stimmt. So. Weil wir müssen ja eh Zellen planen. Und hier muss auch wieder eine Wand hin, weil das ist jetzt gerade ganz ungünstig, aber das ist ja nicht das Problem.
So, bitte sehr. Hier, komm, Wand hin. Damit der Unterrichtsraum auch abgesperrt ist. Wir können in der Zwischenzeit mal eine Tunnelsuche machen. Haben schon lange keinen mehr gefunden. Mal gucken, was wir sonst noch so finden für nette Sachen. Aber die sind ja relativ human, unsere Mitstreiter hier. So, hier ist noch alles zu. Das heißt, nach da oben kommt keiner rein. Das heißt, wir können ja jetzt eigentlich anfangen und sagen, okay, wir machen zum Beispiel einen Gemeinschaftsraum auf. Hier. Das heißt, Gemeinschaftsraum. Gemeinschaftsraum. Noch ein Gemeinschaftsraum. Und noch ein Gemeinschaftsraum. Hier scheint noch irgendwas zu sein. Innenbereich. Doch, alles gut. Okay. Dann haben wir hier Zellen. Zellen. Noch mehr Zellen. So. Dann kann schon mal gleich die große Umbelegungswelle stattfinden, wenn wir denn. Und das ist ja das Entscheidende. Kantine. So. Kantine. Sind keine Häftlinge zugeteilt, das ist in Ordnung. Und jetzt müssen wir natürlich noch, weil die Zellen sind ja eingerichtet, aber wir müssen ja noch Gefangenentüren machen. Und dann nehmen wir die gestreiften Orange. Rotate. Jetzt bin ich etwas irritiert, weil, warum, die müssten jetzt nach oben aufgehen, ne? Ich hoffe es jedenfalls, dass die schön nach oben aufgehen. Ich kann mich leider gerade nicht um euch kümmern, seid mir nicht böse, aber wir haben halt noch ein bisschen was zu tun. Ich gehe mal von der Geschwindigkeit vielleicht doch sinnvollerweise ein Tickchen runter. Weil ich muss ja immer auch auf sowas da reagieren. Ist ja schon wieder irgendwo eine Kelle gefunden worden. Und ihr wisst ja, das könnte auch einen Ausbruch bedeuten. So. Dann haben wir das. Dann lösen wir an der Stelle diesen Gemeinschaftsraum hier auf. Nehmen die Objekte raus. Ja. Mal noch schön dunkel. Muss ja keiner was sehen können in dem Raum. Und dann kackendreist reißen wir hier die Wand ab. Ich hoffe, er hat es verstanden. Mal gucken. Einfach mal schauen, nicht? Was passiert. Ganz gemütlich. In der Zwischenzeit können wir ja hier schon mal hin. Gut, findet er nicht. Alles klar. Ist hier so ein Zwischending. Ich denke nicht, dass sich da irgendeiner rausgräbt. Insgesamt macht es ja einen guten Eindruck. So, hier ist die Bewährung. Das läuft auch alles hervorragend. Ganz entspanntes Spielen. Okay, da fehlen noch die Türen, alles klar. Da müssen wir natürlich auch gleich uns anderweitig Gedanken machen. Das heißt, wir lösen jetzt zum Beispiel auch schon mal auf diese Kantine hier. Ich gehe mal wieder ein bisschen... Ach, ich brauche ja gar nicht die Steuerungstaste drücken. Ach... Ich bin das noch so gewöhnt, ne? Ich habe die ganze Zeit jetzt mit OpenOffice gearbeitet, also dem Excel günstig. Und da muss man ja auch die ganze Zeit Steuerungstaste und hin und her und Alt und... Ach, ihr wisst das ja. So, dann räumen wir den Gemeinschaftsraum auch schon mal aus.
Ne? Hier muss ja nichts mehr drin stehen. Lösen ihn auch auf. Kantine haben wir auch aufgelöst. Das heißt, wir können jetzt hier auch Wände einreißen. Das ist jetzt sozusagen der große Rückbau hier. Unterricht findet weiter statt, da müssen wir uns keine Gedanken zu machen. Wir nehmen hier nur schon mal die Fenster raus. Und gucken mal, was passiert, ne? Hier ist noch eine Bank, hier sind noch Lichter. Hier ist noch Licht. Hier ist noch Licht. Das ist noch Licht. Die müssen halt nur ein bisschen höher liefern. Das ist ja nicht das Problem, oder? Ich weiß, wir müssen die Patrouillen und so weiter neu machen. Ne? Das ist schön, dass die mithelfen. Jetzt lassen wir erstmal abtransportieren, ne? Hier können wir schon mal eine Wand einreißen. Zack, auch weg. Hier können wir schon mal die Türen rausnehmen. Hier nehmen wir auch schon mal die Türen raus. Komm, dann bauen wir das hier auch ab. So. Sehr, sehr schön. Die Türen habe ich schon in Auftrag gegeben. Dann können hier auch die Wände abgerissen werden. Und hier werden auch schon mal Wände abgerissen. Zack. Und die können auch weg. Das kann auch schon mal weg. Hier kann ja noch nichts passieren, hoffe ich. Nö. Ich hoffe, die machen jetzt nicht zu viel Mist in der Zeit, wo ich hier rumarbeite. Ja, ja. Setz dich mal nach ganz oben. Dann machen wir mal eine Patrouille. Mal hier so entlang. Ne? Und da sollen drauf 1, 2, 3, 4. Dafür lösen wir die hier unten komplett auf. Gut, vielleicht sollte ich auch auflösen, ne? Und nicht nur reden, dass ich sie auflöse, sondern es auch machen. So. Das kann weg. Das kann auch schon mal weg. Dann haben wir hier die erste Patrouille, die allerdings jetzt erstmal 24 Stunden läuft. Das ist aber nicht so weiter tragisch. So, einmal hier, einmal da, einmal hier oben nochmal rum. Ach, ganz herrlich wird das, oder? Habt ihr denn schon alles zusammen? Weihnachtsgeschenke? Wir können ja uns ein bisschen, weil ein bisschen wenig zurzeit los ist in der Kommentarsektion, könnt ihr ja mal sagen, habt ihr alles zusammen? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Müsst ihr am Montag nochmal raus oder wollt ihr heute nochmal, weil ihr sagt, erst die Videos vom FedLP gucken, dann gehe ich Weihnachten feiern oder so. Kann ja sein, ne? Weiß ich ja nicht. So, ich löse mal diese Patrouille auf. Auflösen, ja. Die verkürze ich. Würde mich freuen, wenn ihr da mal entsprechend was in die Kommentare schreibt. So, damit wir wieder ein bisschen Interaktion haben, weißt du? So, noch eine Patrouille. Hier, bis da. Und bis da. Zwei Wachpatrouillen drauf.
Und dann machen wir das hier noch eben fertig. Und dann haben wir es für heute auch schon wieder geschafft. Das war also sozusagen die Samstagsausgabe von Prison Architect. Ich hoffe, euch hat es wieder mal Spaß gemacht. Auch wenn die jetzt noch so ein bisschen auf die Schnelle aufgenommen war. Aber ich hoffe, es ist nicht zu langweilig gewesen. Ich meine, wir haben ja auch schließlich ein bisschen gebaut. Ein bisschen Architekt gespielt. Neue Wachen eingerichtet. Wir lösen hier so langsam Kantinen auf. Und ja, so langsam ziehen wir um. Ich habe es gesagt, wir schaffen es noch in diesem Jahr umzuziehen. Und ich mache es wahr. Wir ziehen um. Ich räume jetzt hier noch die Kantine leer. Und dann sehen wir uns gerne übermorgen wieder. Und zwar ist das der Tag vor Weihnachten, ne? Richtig, richtig. Heute 21/22/23, genau. Dann sehen wir uns gerne am 23.12. wieder. Wenn ihr den Weihnachtsvorbereitungsstress dann hinter euch habt, könnt ihr euch nochmal mit einer Folge von Prison Architect bei eurem FedLP, dem Let's Play-Kanal von Fussel, ein wenig entspannen auf die Feiertage, die da kommen. Und keine Sorge, auch über die Feiertage habe ich aufgenommen und biete euch die Möglichkeit, wenn ihr gerade nicht mit der Familie zusammenhängt, dann in Ruhe auch mal ein Video gucken zu können. Also, macht es gut und in der Zwischenzeit vielleicht auch noch eins der vielen anderen Let's Plays auf meinem Kanal schauen. Wir haben über 2000 Videos, also eine Menge Auswahl. Macht es gut, bis dahin. Ciao, ciao.